gestern Abend veröffentlichte Protokoll der letzten FED-Sitzung hat eines klargemacht: Die FED wird nicht nur die Zinsen anheben, sondern jetzt geht es vor allem auch um die Bilanzreduzierung und Bilanzsumme und der Aktienmärkte. Das ist ein wichtiger Zusammenhang. Wenn die FED die Zinsen anhebt, okay, dann verknappt sie Liquidität, aber wenn die FED die Bilanzsumme reduziert, dann ist das eine Straffung der Geldpolitik, die die Aktienmärkte immer interessiert hat. Wie sie es interessiert hat, warum sie es interessiert und welche Auswirkungen jetzt zu erwarten sind, das wollen wir uns mal kurz anschauen. Zunächst hier vorwiegend die Aussagen gestern zur Bilanzreduzierung der FED. Da gibt es ja einerseits die Treasuries, die Staatsanleihen, die man in der Bilanz hat, und auf der anderen Seite die sogenannten Mortgage-Backed Securities. Hypothekenbesicherte Anleihen könnte man vielleicht so vergleichen mit den deutschen Pfandbriefen. Diese MBS, diese Mortgage-Backed Securities, hat die FED gekauft und damit praktisch den Immobilienmarkt noch weiter in Anführungszeichen unterstützt, viel mehr Benzin ins Feuer noch damit gegossen, indem sie in einen ohnehin überhitzenden Markt noch reingekauft hat, praktisch hier dafür gesorgt hat, dass die Leistbarkeit von Immobilien, die Kreditzinsen für Immobilien praktisch damit gefallen sind. Das hat dann die Vermögenspreise weiter nach oben gebracht. Jedenfalls, hier ist der Angriffspunkt. Hier will man sozusagen jetzt seitens der FED die Bilanzsumme aktiver reduzieren. Man will also diese Mortgage-Backed Securities nicht nur auslaufen lassen, wie etwa bei den Staatsanleihen, sondern man will hier jetzt aktiv werden in einigen Monaten und die wirklich aktiv auch verkaufen. Das ist sozusagen die in Anführungszeichen nukleare Option. Jedenfalls war das durchaus eine hawkische Veranstaltung gestern. Die Bank of America sagt, ja, wir erwarten, dass die FED jetzt in den nächsten drei Meetings um 50 Basispunkte anheben wird, also 0,5%, und dann weitere Schritte macht mit 25 Basispunkten, um dann am Jahresende bei 3,25 bis 3,5% die Zinsen zu haben. Die Minutes, also das FED-Protokoll, zeige so Bank of America, dass die FED hier schneller sein will, um die FED-Funds auf eine neutrale Rate anzuheben, also auf eine Rate anzuheben, bei der die Zinsen, der Zinssatz, der Leitzins weder unterstützend noch bremsend für die Wirtschaft wirkt. Schauen wir uns mal an, was hier geplant ist. Im Jahr 2017 bis 2019 oder in den Jahren, da war es so, dass die FED ihre Bilanzsumme reduziert hat um 50 Milliarden Dollar. Jetzt will man also 60 Milliarden reduzieren bei den Treasuries und wie gesagt 35 bei den Mortgage-Backed Securities. Das sind also 95, das ist doppelt so viel wie damals diese Bilanzsummenreduzierung 2017 bis 2019. Erinnern wir uns, damals hat ja dann im Dezember 2018 Jerome Powell gesagt, ja, Bilanzsummenreduzierung auf Autopilot und die Märkte Panik, 20% gefallen, dann Powell wieder eine Kehrtwende gemacht, Märkte wieder gestiegen. Man will offenkundig, wie Cathy Jones das hier vermutet, jetzt erstmal die Bilanzsumme auf den Stand bringen, auf dem er vor der Corona-Krise gewesen ist. Und wenn wir uns die Bilanzsumme hier mal anschauen, dann sehen wir, wir kommen ja so von 2 Billionen im Jahr 2008, dann ging es kontinuierlich nach oben, dann kam diese leichte Bilanzsummenreduzierung zwischen 2017 und 2019 und dann bums, kam man die Corona und dann ging es massiv nach oben von etwa knapp über 4 Billionen auf über 8 Billionen. Also die FED hat in kurzer Zeit mehr oder weniger ihre Bilanzsumme verdoppelt. Welche Auswirkungen hatte das? Schauen wir uns unten mal die FED Balance Sheet an, also die Bilanzsumme und den S&P 500. Oben ist das in einer größeren Übersicht. Das Ganze ist eine Zeit lang mal auseinandergedriftet. Da hat die FED eben zwischen 2017 und 2019 die Bilanzsumme reduziert. Die Aktienmärkte sind dennoch weiter gestiegen, weil dann zum Beispiel Trumps Steuersenkung der Fall war, weil dann eben ab Anfang 2019 dann die FED wieder ihren Kurs geändert hat und Powell gesagt hat, habe ich alles nicht so gemeint. Aber wir sehen dennoch, es gibt einen ziemlich klar erkennbaren Zusammenhang zwischen Bilanzsumme der FED und eben dem S&P 500. Jetzt hatte sich ja gestern nochmal Bill Dudley geäußert, ich hatte das gestern auch im Marktgeflüster schon erwähnt: If stocks don't fall, the Fed needs to force them. Dann muss die Fed sie dazu zwingen. Was die Fed will, nochmal, und das ist zentral, ist die Financial Conditions zu straffen. Zu diesen Financial Conditions
gehören die Anleiherenditen, gehört die Kreditvergabe, gehören Hauspreise und gehören Aktienpreise. Jetzt hat also Bill Dudley klar gesagt, Leute, das Ziel der Fed ist, die Aktienmärkte nach unten zu bringen. Das hat er nochmal eindrücklich wiederholt in einem Interview dann bei Bloomberg, als ja oder anspielend auch auf das, was Lael Brainard, die Vizechefin der Fed, gesagt hat, die ja ihre Rede begonnen hat mit einer Anspielung auf Paul Volcker, der die Inflation als das große Übel bezeichnet hatte. Und gestern hatte Bill Dudley in diesem Bloomberg-Interview nochmal klar gesagt, die Märkte müssen kooperieren. Das ist eine wörtliche Wiedergabe. Also die Märkte müssen dieses Spiel mitspielen. Die Fed will jetzt die Preise nach unten kriegen, die Preise auch für die Vermögen nach unten bringen, die Vermögenspreise also nach unten bringen. Dazu gehören die Aktienpreise. Die Fed will sicherlich keinen Crash. Aber man will jetzt versuchen, aus diesem aufgeblasenen Ballon ein bisschen Luft abzulassen. Ob das gehen kann? Ich fürchte nein, aber wir werden sehen. Schauen wir uns mal die Kritik an, die auch in den USA jetzt langsam kommt, an Lael Brainard. Im Juli 2020 war die jetzige Fed-Vizechefin noch der Überzeugung, Mensch, wir können die Inflation ja mal eine Zeit lang über 2% laufen lassen. Das war auch etwas, was die Märkte damals beflügelt hat, dass die Fed gesagt hat, ja, selbst wenn die Inflation mal über 2% ist, macht euch mal locker. Dann sagte sie im April 2021, die Inflationserwartungen sind extrem gut verankert. Dann hat sie im September letzten Jahres noch gesagt, ich glaube, dass die Inflation nachlassen wird. Heute sagt sie, Inflation is much too high. So ebenso könnte man das Ganze Jerome Powell vorwerfen. Es ist ähnlich. Und warum die Fed jetzt die Inflation nach unten bringen muss, ist klar, wenn sie es nicht tut, kommt auch eine Rezession. Aber dann hat sie sozusagen Rezession plus Inflation. Wenn sie die Inflation bekämpft, dann kommt auch eine Rezession. Das ist klar. Aber sie hat vielleicht die Inflation besser unter Kontrolle. Also hier hat man zwei Negatives, Rezession plus Inflation. Wenn man jetzt etwas dagegen tut, hat man eine Rezession, aber perspektivisch weniger Inflation. Also entscheidet man sich für diese Variante, macht durchaus Sinn. Deswegen ist die Fed auch bereit, die ganze Geschichte in eine Rezession münden zu lassen. Schauen wir uns mal hier an die Google-Suchergebnisse in Sachen Inflation. Allzeit hoch, also es wird so oft gesucht in den USA nach Inflation wie noch nie. Never ever before. Und jetzt sehen wir auch, dass die Google-Anfragen, Suchanfragen nach Rezession deutlich nach oben gehen, hier blau. Also die Leute sehen, dass da etwas auf sie zukommt. Hier sehen wir mal eine Umfrage von CNBC. Wie oft denken Sie eigentlich, da sind Amerikaner befragt, wie oft denken Sie eigentlich an Inflation, also an die steigenden Preise? Dann sagen 48% die ganze Zeit, also praktisch die Hälfte. Sometimes sagen 28%, also mehr als ein Viertel. Manchmal sagen 16%, ja, selten sagen 5%. Nur 1% sagt nie. Also das ist ein Riesenthema. Die Hälfte der Amerikaner denkt dran. Die Hälfte der Amerikaner hat keine 1000 Dollar an Sparvolumen. Knapp zwei Drittel der Amerikaner lebt von Paycheck zu Paycheck. Also das ist eben ein Punkt, der die Leute direkt betrifft. Deswegen muss man agieren. Was ist jetzt diese Bilanzsummenreduzierung eigentlich? Warum ist das so wichtig? Hier hat Jesse Felder, großartiger Typ, by the way, hat hier mal gezeigt, dass die Vola, nämlich der VIX und die Bilanzsumme der Fed einen engen Zusammenhang haben. Und er hat hier einen Post geschrieben, der lautet, The Fed just disengaged its volatility suppression machine, denn diese Bilanzsummenausweitung hat praktisch die Volatilität an den Aktienmärkten gesenkt. Die Aktienmärkte sind gestiegen. Die Volatilität ist gefallen. Meistens ist es so, wenn Aktienmärkte steigen, fällt die Vola und andersrum. Also hat praktisch die Fed jetzt diese Maschine ausgestellt, die die Vola unterdrücken soll an den Aktienmärkten. Oder wie Christopher Cole einst gesagt hat, man kann Risiken nicht zerstören, man kann sie nur verschieben, entweder zeitlich, indem man sie nach hinten schiebt, oder auf einer anderen Ebene stattfinden lässt. Aber die Risiken sind nicht weg, können nicht eliminiert werden. Sie kommen wieder und sie werden jetzt eben auch auf eine bestimmte Weise wiederkommen. Hier sehen wir mal, wie die Amerikaner sich unglaublich reicher gemacht haben, eben vor allem durch die Aktienmärkte, durch die Immobilienpreise, die ja deutlich höher sind inzwischen als auf dem Hochpunkt der Immobilienblase 2006 in den USA.
Dazu kommt, dass eben die Immobilienpreise deutlich schneller gestiegen sind als die Löhne. Jetzt nutzen viele Amerikaner ihre Immobilie als Kreditkarte sozusagen, beleihen ständig diese Immobilie, deren Wert ja ständig gestiegen ist. Diese Leute werden als erstes über den Jordan gehen, die zu hoch gehebelt sind in diesem Markt, die also zu viel aus ihrer Immobilie rausgezogen haben. Wenn jetzt die Preise für Immobilien mal fallen sollten, dann kommt die Bank und sagt, Junge, wir haben dir Kredit gegeben nochmal extra, weil dein Haus als Sicherheit mehr wert geworden ist. Wenn es jetzt weniger wert ist, dann brauchen wir neue Sicherheiten und das wird die Leute dann killen oder viele wird das finanziell dann in Schwierigkeiten bringen. Hier unten, wenn wir jetzt mal den Schwenk zu den Aktienmärkten machen, sehen wir die Fed Rate Hike Expectations. Die sind konstant ja nach oben gegangen, aber die Aktienmärkte sind eine Zeit lang mitgegangen und dann kam diese Rallye, die jetzt so ein bisschen zu verpuffen scheint, weil man offenkundig merkt, die Fed meint es ernst, auch wenn kurzfristig eine Erholung etwa jetzt drin ist. Schauen wir uns hier mal die Märkte gestern an. Es sind die Dickfische, die nach unten gezogen haben. Eine Microsoft, eine Apple, eine Google, eine Amazon, eine Tesla. Also das sind die Dickfische, während so Pharmawerte, J&J, Pfizer und wie sie alle heißen, ja, die sind stark gewesen. Hier sehen wir mal den 1-Minuten-Chart beim Nasdaq, wie der gestern auf das FOMC-Protokoll reagiert hat. Erst ist man ja stark nach oben, dann ist man stark nach unten, dann ist man wieder stark nach oben, dann ist man wieder nach unten. Also man versucht so ein bisschen nachzudenken, was bedeutet das eigentlich? Hier sehen wir nochmal die Aktienmärkte in ihrer Reaktion gestern, die verschiedenen Indizes oben. Mehr oder weniger im Gleichlauf, der Nasdaq allerdings am schwächsten und wir sehen auch, dass Bitcoin unter Druck gekommen ist, also interessant diese Konstellation, Nasdaq kommt unter Druck, Bitcoin kommt unter Druck, Liquiditätsassets kommen unter Druck allgemein. Warum? Weil nicht nur die Fed sozusagen die Geldpolitik straft, gestern etwa Polen 100 Basispunkte Leitzinsanhebung, aber hier sehen wir mal das Global Manufacturing PMI, also die Einkaufsmanager-Indizes global und wir sehen die Central Banks, was war der Last Move, war es ein Rate Cut oder war es ein Rate Hike, also in welchem Trend sind die Notenbanken, Zinsanhebung oder Zinssenkung, da sehen wir, der Trend geht ganz klar natürlich zur Zinsanhebung und das dürfte dann, weil das meistens ziemlich parallel läuft zu den PMIs, zu den Einkaufsmanager-Indizes mithin, also zur Wirtschaft insgesamt, dürfte dann auch die Wirtschaft abkühlen. Und der letzte Mohikaner, das gallische Dorf, das all diesen Anforderungen von steigenden Zinsen widersteht, das ist unsere liebe EZB, die die großartigsten Denker in ihren Reihen hat, einen Panetta. Übrigens wurde da gestern kommentiert, Panettone würde das heißen, ohne ist eine Vergrößerungsform. Im Italienischen, das bedeutet groß, grob, Bastone zum Beispiel, sagt man, wenn einer Basti heißt und man sagt, er ist ein bisschen groß, ein bisschen fett, dann kann man ihn Bastone auf Italienisch bezeichnen, als liebevolle sozusagen Neckung natürlich. Also Panetta ist sozusagen ein sehr feiner Kuchen, Panettone ist das, was wir hier in Deutschland kennen, aber es gibt durchaus eine Panetta und es gibt durchaus diesen Monsieur, diesen Signore Panetta auch in der EZB, der Italiener, jedenfalls. Sehen wir, dass wir ein neues Allzeithoch erreicht haben, jetzt in der Bilanzsumme der EZB. Fast 9 Billionen, 8,754 Billionen, ist nochmal um 43,4 Milliarden Euro gestiegen, weil vor allem Gold wertvoller geworden ist. Die EZB hat ja Goldreserven. Damit entspricht die Bilanzsumme der EZB 83% der Eurozone. Die Fed hat nur 37%, also wir haben mehr als doppelt so viel und die Bank of Japan ist klarer Tabellenführer mit 136%. Vielleicht werden wir eines Tages ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit den Japanern hier bestreiten. Aber schauen wir uns nochmal andere Nachrichten an. Hier Kanada will jetzt die allermeisten Ausländer davon ausschließen, Immobilien zu kaufen, um die explodierenden Preise zu deckeln, die dort der Fall sind. Die sind über 50% gestiegen in den letzten beiden Jahren. Auch das nur durch die Notenbankpolitik, durch die Gelddruckerei mit erklärbar, die die Vermögenspreise nach oben getrieben hat. Jetzt also solche drakonischen Maßnahmen. Wir sehen, dass durch den Lockdown vor allem in Shanghai
wo es jetzt 20.000 neue Fälle gibt, neuer Rekord wieder, dass auch die Lieferzeiten für Chips jetzt wieder deutlich zunehmen, dass natürlich die chinesische Wirtschaft ein bisschen absäuft. Man fragt sich, was machen die Chinesen da eigentlich? Fast alle anderen Länder lockern und sagen, komm, wir sehen, dass die Intensivstationen nicht voll sind. Jetzt hat China natürlich ein relativ schlechtes Gesundheitssystem, sehr wenige Intensivbetten, nicht mal ein Zehntel dessen, was Deutschland hat, by the way, pro Einwohner oder pro 100.000 Einwohner, aber dennoch ist das irgendwie, warum machen die das? Warum wird diese Ideologie geritten? Da wird den Leuten massiv Leid angetan. Man scheint hier einer Kontrollillusion zu erliegen. Wir sind die starke Führung in Peking. Wir dulden nicht Corona, also werden wir alles tun, damit das nicht passiert. Aber das ist schlicht irrational ideologisch, was da passiert. Und das hat Konsequenzen natürlich auf die Lieferketten, aber auch auf die chinesische Wirtschaft. Ein Viertel knapp des BIPs ist jetzt sozusagen im Lockdown. Jetzt haben die Chinesen nochmal klargemacht, also eskaliert nicht weiter, liebe Amerikaner. Wenn ihr irgendwie da eine Lösung der Situation wollt, insgesamt aber ist auffällig, dass sich die Chinesen sehr zurückhalten. Also es ist nicht so, dass man hier zum Beispiel Waffen an Russland liefert, dass man in irgendeiner Form eine sehr deutliche Unterstützung für Russland gibt. Es war ja zu fürchten sozusagen aus westlicher Sicht, dass da China dann parallel agiert gegen Taiwan etc. Das ist erstmal nicht passiert und das bringt Putin schon in eine schwierige Lage, dass die zumindest offenkundige Unterstützung Chinas nicht so dabei ist. Und China guckt sehr genau hier einen Bericht in einer Zeitung, was die Amerikaner, was der Westen insgesamt machen, auch in Sachen Ukraine eben mit Blick auf die Taiwan-Frage. Und die Amerikaner haben jetzt Indien sehr klar gemacht, die ja sich da auffallend raushalten, gerne günstig von den Russen Öl kaufen, dass sie auf keinen Fall zu nah an Russland ranrücken sollten, sonst hätte das signifikante und langfristige Konsequenzen. Also wir sehen dieses geopolitische Spiel, das geht in die nächste Runde. Und was wird passieren mit dem Ölpreis? Ich hatte gestern schon im Videoausblick gezeigt, dass wir da möglicherweise vor einer sehr großen Bewegung stehen, wegen dieser Trompetenformation, die sich hier beim Öl auftut. Jetzt sind wir gestern erstmal deutlich gefallen, sind unter der 100er Marke. Bei WTI geht es nach unten, geht es nach oben. Das wird wichtig für die Märkte insgesamt, wird wichtig auch für uns an der Tankstelle. Dazu ein Artikel Ölpreis vor monatelang weiterem Anstieg. Man zähle eins und eins zusammen, werde ich unter dem Video verlinken und wünsche jetzt erst einmal das Allerbeste und sage Ihnen Servus und Ciao.